So, und dann kommen wir direkt zu Map Nummer 2 am heutigen, ja, Highlight. Nip gegen LDLC, wir kommen passend zur Knife Round, gehe ich jetzt mal von aus, so ist es. Und wir treffen uns direkt mal in der Mitte, zur Vorstellung der beiden Kontrahenten, wie immer in der linken Ecke, noch in der blauen Ecke. Die Schweden von Ninjas in Pyjamas, für Flanix ist Get Right, Freeback und Forest. Und auf der rechten Seite noch in der, ja, dunkel-orangen, wie auch immer man das nennen möchte, kackbraunen Ecke, NBK, Kirishima, Shock, Seppi und Smith, Team LDLC, auf geht's. Das Geschütze kann beginnen. Möge sich die Halle mit Blutspritzern füllen, wie im antiken Kolosseum. Bevor es wieder heißt, hier die Counter-Strike-Spieler wären nicht kultiviert. Das sieht im Moment vergleichsweise gut aus. Shox müsste fünfmal ein One-on-One holen. Ja, eins hat er schon mal, zwei hat er schon mal. Ja, bleiben wir mal auf ihn drauf, würde ich jetzt mal behaupten. Go, 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 go. One on three. Das war auch gut. Ein kleiner Schachs. Also, Nip entscheidet die Seite. Und sie bleiben Counter-Terrorist. Jetzt habe ich's. Ja, in 3, 2, 1 und spielen. Auf geht's. Also. Sehr schön, Niklas 2009. Hat er ein Geschenk vergeben. Nip also gegen LDLC. Und LDLC mit einer Map-Vorsprung, das werde ich gleich nochmal in das Starboard schreiben, wenn ich es finde. Ah, da ist es sogar schon. Kann ich es gleich eintragen für euch. Also LDLC braucht nur noch einen Map-Gewinn. Nip braucht zwei. Planen mit einem, muss ja mal aufpassen. Bombe down. Da dürfte sich gleich ein ziemlich großes Netz zuziehen. Schöner Shot von Smith noch. Hab ich auch noch mit einem und da ist eine Runde noch holbar. Bombe down, aber es ist noch eine Minute. Oh, Happy direkt mal mit einem Backstep jetzt gegen Get Right. Und Get Right. Und Timing. Hat er. Oh, schön von Happy. 2 und 2. Und Kirishima und Happy haben HP-Vorteil. Wir flanen Low HP und Freeback wird auch geholt. Oh. Nett von dir, Happy. Wir flanen 5 HP. Jetzt rennen sie trotzdem auf ihn los. Okay. Ah, da wurde er gesehen. Oh. Hä? Was? Hä? Eins, zwei? Hat er die nicht gesehen? Konnte er nicht den zweiten sehen? Hä? Okay. Ja, vielleicht ist X-Ray hat es bei mir jetzt natürlich ein bisschen selbstverständlich gemacht, dass da beide runtergehüpft sind. Vielleicht hat er nur einen gesehen. Das sind halt wieder Just 50 Things, die einfach ihm, immer einfach ihm passieren. Ne, blind. Er war noch ganz blind gewesen. Das kann sein. Ich dachte, er hat eigentlich einen gesehen. Ah, das ist natürlich bitter. Das ist einfach bitter. So. Aber weiterhin. Sehr aggressiv. Get Right. Fällt aber auch. Freeberg mit seiner SSG mit weniger Chancen. Bombe wird wahrscheinlich schon B gelegt. Forest will sich wohl die SSG schnappen, da wird er gleich in, ja, wen auch wohl sonst, Happy reinlaufen. Eigentlich gut gedacht. Aber es ging dann halt doch nicht auf. Terrorists win.
So, und das ist die Runde Nummer 2. Für LDLC, ich bin auch gespannt. Es ist zwar Nips Pick, aber ich habe schon angesprochen, ich habe nicht so wirklich das Gefühl gehabt in den letzten Malen, dass sie sich Cash unbedingt wünschen. Ich glaube, sie wollten einfach nur Season als Pick umgehen und Overpass wahrscheinlich von LDLC gewetot worden. Das 2 wäre noch dann wahrscheinlich drin. Ich denke, der wollte dann auch weniger, also Nips sich weniger drauf einlassen. War da bisher ja nicht sehr souverän auf der Map. Im schlechten Sinn haben sie auch auf das 2 ihre erste Niederlage bekommen. Zumindest habe ich eine mal gecastet. Ich glaube, ich habe einen Draw gecastet. Von Navi, glaube ich, war das damals noch. War ich noch lange nicht beim 99 Damage. Shoxy one-on-one jetzt gegen Exist und den hat er gehört. Exist gegen 13 AP Shoxy. Ah, ein Exist mit der Gully. Also, das hat sich rentiert. Das war eine Spar meines Wissens nach. Gucken wir nochmal nach im Equipment Value. Das war sogar voll gespart. Und damit jetzt LDC in einer kleinen Erklärungsnot. Eine Runde haben sie noch, das ist wieder gerade zu bügeln. Nuke, kann ich mir vorstellen, dass das Snip seit einiger Zeit nicht mehr trainiert und dass es auch LDC nicht unbedingt drin haben wollte. Aber das könnten die beiden Vetos von LDC gewesen sein. Mit eingenommen von LLC, aber einen Spot sind sie damit halt natürlich noch lange nicht. So, wer steht da close? Das ist Happy. Und hier wegfällt. Und Spot ist da noch mit Flan, der ist aber auch sofort gefallen. Und irgendwie kriegt der Happy da gar keinen ab, obwohl er da an drei Leuten so irgendwie in der Nähe war. Get right gegen 4 mit Exist zusammen, aber der, ja, der geht schon eher auf ihre Nummer sicher. Allerdings müsste Kiyoshima ihn ansagen können. So, Get right, die dürfte eher schwer durchbringen. Noch einen holen, dann kommt auch schon ein zweiter. Exist wiederum ist in Sicherheit, deswegen würde ich mal sagen, ich mache schnell das Starboard mal an. LDLC gegen Nip und da steht 1-0. Jetzt muss ich nur warten, ob das von der Seite richtig ist. So, ich schreibe es schon mal hin und dann hoffe ich, dass das auch gut sitzt. Nächste Runde steht an. Exist konnte seine Gully saven, also wir haben nichts verpasst. Nächster Versuch. Kiyoshima wieder schnell mit MBK zusammen die Mitte eingenommen. Da steht noch jemand Sandsäcke. Das war für Flan. Betonung auf war. Exist kann mit seiner Gully einen Frag setzen. Und die Waffe versucht sich jetzt mal Get Right direkt zu schnappen. Zwei Waffen bei Nip. Und Exist. Direkt mal low HP. Ganz hinten. Ja, Get Right will wohl nur auf Exit Frags gehen. Freeway jetzt gefallen. Oder will Get Right nur die Waffe durchbringen? Das ist wahrscheinlich eher die Option. Exist könnte wiederum auch. Dieses könnte auch die Galle durchbringen und einem Teammate droppen, der wenig hat, zum Beispiel für Vlan Friberg. Aber es wäre natürlich sehr gut, wenn er da was mitbringen könnte. Jetzt gucke ich nochmal. Nip ist auf der anderen Seite. Terrorists win.
deswegen werde ich mal kurz einmal switchen. Na komm, enttäusch mich nicht. Nein, das wollte ich gar nicht. Starboard, please. Konfigurieren, wechseln. So, haben wir hoffentlich. Ja, mach das Ding ein bisschen kleiner. Mache ich gleich mal. Schau ich mal, dass ich ein kleines bisschen kleiner bekomme. Sache ist natürlich, es gibt auch Leute mit nicht allzu guter Auflösung. Die würden natürlich auch gerne was sehen. Mit der C ist mit 4 T-Runden schon ganz gut unterwegs. Aber die Runde könnte sich jetzt wieder mal Nips schnappen. Sie haben die Mittekontrolle durch Fiflan. Exist ist auch noch dabei in der Mitte. Kann auch das Support B supporten. Jetzt fällt aber Fiflan. Exist fällt. Droid mit einem Refrag. Aber es ist eine 3 gegen 3 Situation. Das würden die Tiers auf jeden Fall so in Kauf nehmen. Freeberg steht aber offensiv. Das ist auch eine richtig dreiste Posi von ihm gewesen. Aber sie geht halt auf. Aufhaus ist auch noch da. Interessante Smoke, die bringt Forrest total raus. Und Freeback fällt jetzt. Forrest mit einem. Happy alleine gegen 2. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Die Boost-Position ist eigentlich schon länger bekannt. Ja. Da kann er nicht mehr viel machen. 4-2, also Nip jetzt mit einer gewonnenen Runde. Jetzt gucke ich mal, ob ich es ein bisschen kleiner machen kann. Aber. Na komm, lass mich. Kann ich gerade nicht, habe ich das Gefühl. Muss gleich nochmal schauen. Also krieg's leider nicht hin. Aber okay, auf geht's. Nächster Versuch. Ich will mich jetzt hier auch nicht zu lange mit dem Starboard aufhalten. Ich verpasse normalerweise auch beziehungsweise so viel weniger sieht man da auch nicht. Ich weiß nur nicht, ob man jetzt den Equipment Value noch gut erkennen kann. Mitte wird erstmal weggesmoked. Aber nicht gut. Plan könnte noch ein bisschen schauen. Kaut den ersten. Plan steht jetzt auch nicht so gut. Kann aber noch einen holen. Ist eigentlich an der toten Posi. Da muss er fallen. Gibt doch keinen Support für ihn. Kriegt aber noch einen zweiten Frag. Das ist gerade stark von ihm. Der Dwight schnappt sich die letzten zweimal richtig dreist einfach hier. An die Tür vom Schachtgang gestellt. Tierrunde Nummer 3. Und dann schaue ich nochmal, dass ich das hier irgendwie hinbekomme. Ob ich das ein bisschen kleiner machen kann. Machen wir mal 400. Ja. Ah. So. Und jetzt schnell wieder rein. Was ein Stress. Dann muss ich gleich nochmal rausgehen. Enko bei LDLC. Jetzt kann ich mich kaum aufs Spiel konzentrieren. Und das ist eine flawless Round für Nip. Ich muss noch einmal hier kurz korrigieren. So, jetzt steht es aber sonst wohl ganz gut. Jetzt gucke ich mal gerade, warum überschneidet sich das hier so oft. Ah, okay. Ganz normal. Gut. Dann haben wir es wohl hinter uns, die Odyssee des Starboards. Und wir können uns weiter mit dem Spiel konzentrieren. Boah, schöner Shot von Kiyoshima. Überzahl, jetzt gibt es einen Boost in den Schacht. Und damit muss jetzt LLC nicht unbedingt rechnen. Exist holt einen, muss sofort wieder Def gehen. Wurde auch nicht weiter gepusht, der MWK hat die Bombe. Muss sie erstmal droppen.
Aber eigentlich, was ihr jetzt wisst, ist, mindestens zwei Leute sind auf A. Das heißt, maximal natürlich zwei mindestens zwei sind auf B, maximal zwei auf A. Jetzt ist nur noch einer auf A. Sie müssen eigentlich nur einen schnellen Argo spielen. Das machen sie jetzt auch. Alles richtig aus Sicht von LDLC. Freeberg damit alleine gegen 4, gegen 3. Spreadt sich hier schon sein halbes Magazin. Der fällt jetzt. MBK kann die Bombe legen. An Exist und Get Right. Kein easy Retake für sie. Right, da wenig Chancen. Ja, also prinzipiell im Chat allgemein, Leute, die Junge oder sowas schreiben, erstens, ich bin wohl ein bisschen älter als du dann. Dann vielleicht ein klitzekleines bisschen Anstand und einfach mal ordentlich schreiben. Wenn es noch Fragen gibt. Zweitens, für spezielle oder für besondere Requests einfach mal eine PN schreiben. Und das lasse ich jetzt so stehen. Ich habe es kleiner gemacht. Da gibt es viele Möglichkeiten, wo man es hinstellen kann. Ich habe jetzt die da gewählt. Smith, erstmal mit Glücksknife, 70 AP noch. Und First Frag gegen Exist. Glücksknife ging auf. So, Baseboard frei und Get Right und wir waren sofort am Saven. So, dann gehen wir jetzt wieder mal hundertprozentig einfach mal Richtung Ingame. Wir haben jetzt hier schon T-Runde Nummer 6, damit können sie sehr zufrieden sein. Wir planen. Oh, hier der. Die Cobra. Ah, oh, warum rechnet der da nicht mit noch ein? Oh, Flan, was geht ab? Hat aber nur noch 4 Schuss. Fällt dann aber 2 Waffen gut, das ist in Ordnung. Hat vor allem wieder ziemlich viel Aufmerksamkeit von Get Right genommen. Der kann die AWP wahrscheinlich ohne Probleme durchbringen. Könnte vielleicht mit gewissem Glück sogar noch ein Feld setzen. Aber das macht er auch. Glücksknife kriegt hier immer noch einen Assist. Ja, okay. Netter Versuch, nice try, aber die 5 No-Scopes haben dann doch nicht gereicht. Shoxy bringt die AWP für seine Teammates mit, wahrscheinlich für Smith. Und der, ja, kriegt schon Stielaugen drauf. Eco bei Nip. Gucken wir mal, ob die da noch was finden. Versuch von Nip, aber da haben sie direkt mal zwei Leute low bekommen. MBK jetzt war auch low AP. Und er geht einfach woanders hin. Mit der Kontrolle geht nicht so einfach. Happy jetzt mit der HE. Und sie steht auch noch am B, fällt auch. Freeberg alleine, der hat sich so ein bisschen wohl vorbei gesneakt. Kriegt noch einen Headshot gegen Happy hin. Gegen 4. Ja, und Frag gegen Kiyoshima. On 3. Und Shoxy, ja, der steht hier schon sowas von gut. Ja, da kannst du machen, was du willst. Also, T-Runde Nummer 7. Sehr gut aus Sicht von LDLC. Und Nip braucht jetzt langsam mal was Zählbares. Für Flan AWP, Freeberg, Autotaker. Das ja, könnte wohl einer der letzten Versuche auch von Nip sein. Hier nochmal die letzten Runden. Sich unter den Nagel zu reißen. Smith einmal verschossen. Ich bin mal gespannt, wie sie den. Wie sie die SCAR 20 hier einbringen wollen. Oder ob er einfach wirklich nur Main upaimt die ganze Zeit. Das ist natürlich der Vorteil, dass man dann normalerweise sehr gut die Mitte halten kann. Mit Ryze steht auch schon ziemlich offensiv. Oh, MBK rechnet da nicht mit einem zweiten. Na, da muss noch ein zweiter sein. Das hat Forrest gut bemerkt, weil jemand anderes den Kill gesetzt hat. Kriegt Kiyoshima noch auf 9 HP runter. Hat er am Anfang, glaube ich, gar nicht gemerkt, was für Schwierigkeiten er war. Happy jetzt mal mit dem Frag gegen Get Right. Verflan mit AWP. Oh, Happy macht auch ihn. Na, dann muss man auch sagen, irgendwie da
keine Ahnung, für Flauen da so ein bisschen ADS oder so hat. Also er hat ihn eigentlich sehen müssen, meiner Meinung nach. Oder ob er da einfach vielleicht gehofft hat, dass er dann einen anderen bekommt. Es kann sein, dass er da gehofft hat, dass er einen weiteren, der noch rüberschiebt, dann abzieht. Das ist aber nicht der Fall. Happy. Frag Nummer 3. Lockere Runde. Wieder für LDLC. Und das war eine sehr, sehr teure Runde, weswegen Nip jetzt nochmal sparen darf. Beziehungsweise eigentlich dürften sie nicht unbedingt so sehr sparen, aber ich denke, sie wollen die letzten beiden Runden durchkaufen. 8:4 steht es gerade für LDLC. Und das könnte gleich schon die Runde Nummer 9 werden. Einen noch. Und Nummer 2. Hat sogar Happy einen Hit gedrückt, glaube ich, durch die Wand. Oh! Die Freeberg. Oh mein Gott. Und Forrest macht sie aber richtig sneaky. Und er kann wahrscheinlich sogar noch einen zweiten Spieler holen. Ganz wichtig, er kann die Bombe holen. Nein, die holt er nicht. Oh, oh, oh. Das war natürlich das Bittere. Das war auch das Rundenentscheidende. Also, LDLC 9T-Runde. Und das sollte auch eigentlich reichen. Aber wir legen uns natürlich noch nicht fest. Denn das wäre natürlich ein kleines bisschen voreilig. So, zumindest mal mit einem First Strike. Das ist ihm heute, glaube ich, nicht so häufig gelungen, dass er da wirklich mit der AWP einen guten First Work setzen konnte. So, Happy. Nochmal eine, glaube ich, CT Mitte Smoke dürfte das werden. Plan wieder an die Sandsäcke. Das ist eine neue Lieblingspussy. Ja, kriegt da einen. Hat auch guten Support von Forrest. Beziehungsweise er supportet Forrest gut. Das sind jetzt 4 Frags innerhalb von 2 Sekunden von Nip. Bombe down. Er ist mit im 1-on-4. Na. Angesagt. Das muss die Runde von Nip sein. Sekunden, get right, schon langsam geht hier das Netz vor. Boah, no scoped und get right. Was? Kann aber nicht holen, get right dann doch, letztendlich doch noch, aber Bombe gelegt, reicht's überhaupt so? Hätte auch so gereicht. Gibt noch ein kleines bisschen extra Taschengeld für LDLC, damit sie auch extra viel kaufen können. Das ist dann wie bei McDonald's, dann den Cheeseburger mit extra Käse zu bestellen. Also, einmal full equipped für LDLC, Nip, kriegt aber auch eigentlich was Ordentliches hier zusammen. So, Forrest macht wieder die Mitte ziemlich dicht. Diesmal ohne Verflahren, denn der supportet diesmal A. So, gucken wir nochmal auf den Go. Uah. Ich muss mir auch mal Hotkeys wieder machen. Die sind leider alle durcheinander gekommen. Ich habe sie einmal gemacht, dann kamen sie irgendwie wieder durcheinander. Naja, Freeberg. Und Smith haben jetzt hier ein absolutes Abtast-Duell. Und Smith macht das No-Scope sogar. Wieder Smith alleine. 55 Sekunden. Boah. Stark. Smith 2 Kills. Und was macht er? Geht der Richtung B? Ah, hat ihn gesehen. Oh! Was? Oh, was ein Clutch von Smith. Der letzte Shot, ey, GH, 10-5, Smith jetzt schon in der Runde davor hier eine gute Runde gehabt, aber der Shot am Ende, boah, der hat eingeschlagen. Also, 10-5 zur Halbzeit,
Das war nochmal eine gute letzte Runde. Wie lange hat er den vielleicht gesehen? Bruchteil einer Sekunde und dann nochmal richtig rübergezogen. So, 5 Sekunden. Get right im Moment. Frag Leader mit Freeberg zusammen. Was heißt Frag Score Leader so ein bisschen bei Nip? Das ist aber jetzt nicht wirklich eindeutig. 32-26. Happy MBK 16-29-11-6-9. Shoxy 13-29, Smith ist erst am Ende warm geworden, 11-2-12, ist übrigens mit am meisten gestorben. Kyushima 7-2-10. So, und damit eine gute Ausgangslage natürlich für die Franzosen. Pistolenrunde. Ja, Smith erstmal schön ins Gesicht, aber jetzt noch, holt sogar noch einen zweiten Headshot rein. Der wird jetzt erst richtig warm, wir bleiben mal bei dem drauf, was ist hier los? Da noch ein kleines bisschen Support wohl. Oder auch nicht. Der haut einfach mal ab. Das ist natürlich stabiler Support. Ich supporte dich. Nein, doch nicht. So, gutes Timing jetzt gleich für den Schachgangspieler, aber der muss gar nicht hier in Erscheinung treten. MBK macht den. Das war Forrest. Freeberg noch mit einem Headshot. MBK gegen 2. Mit einer Bratzwaffe. Das macht jetzt wieder sehr geschickt. Also solchen Situationen wirklich, da würde ich am liebsten Nip haben als Team. Wieder schieben, wie so ein Tanzpartner. Wir wissen ganz genau, was der andere macht und bewegen ihre Füße genauso, wie es eben die Runde verlangt. Pistol Round für Nip. Epic Comeback oder ja, Comeback Inc. Fragezeichen. Ist sogar fast Epic Comeback. So, 3 Spieler bei LDLC sind jetzt gerade am B pushen. Und wenn Nip nicht langsam den Go macht, dann könnte der sogar aufgehen. So, Hit von MBK. Schneller! Macht sogar den First Break gegen Forrest. Jetzt müssen wir mal schauen, ob Nip den Go etwas delayed. Und das wäre ihr Todesurteil wahrscheinlich sogar. Ne, sie gehen direkt drauf. Ne, oder? Doch, ja. Sind drauf. Happy ist noch dabei. Da gibt es jetzt sogar Support eher über die Mitte. Happy steht da noch ziemlich gut. Kann nicht von den Y-Spielern gesehen werden. Ich weiß ja nicht, ob... Ja, der C schon bekannt ist, jetzt wissen sie aber da spätestens, dass Leute on spot sind. Shoxy davor gepusht, war fällt. Und Smith geht ganz außen rum. Happy jetzt auch nochmal mit der. Ne, Smith hat die SSG. Oh, Happy, habt ihr noch eine geschnappt? Setzt nicht gegen Exist. So. Und Nip schon am Saven. Oh, für Flan, er hat jetzt auch einen Hit bekommen. Alle, bei allen reicht theoretisch ein Scout-Hit, aber den kriegen sie nicht. Kirishima noch mit dem Versuch, aber nicht erfolgreich, eine Waffe zu ziehen. Also Nip kann zufrieden sein. 4 Waffen durchgebracht, Bombe gelegt. Relativ einfache Anti-Eco aus ihrer Sicht. Und wir sehen noch 2, ja, gesavte Kevlar-Helme mit einer 5-7 und einer SSG. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie die implementieren hier in die Runde. Wieder derselbe Aufbau von Nip, habe ich das Gefühl. Gucken wir mal. Get right, Türraum. Der Rest so eher Richtung Main. Und der einzige, der im Moment noch da ist, ist MBK. Außerdem ist noch Happy dabei. Jetzt noch low HP. Okay, schön mal ein bisschen Support gegen den Forrest runter. 3 gegen 4 Situationen, Shoxy wieder. Ist wieder einer von hinten da. Das wird jetzt alleine und die Waffe wird ja. Was heißt die Waffe? Die SCZ wird er wahrscheinlich versuchen, noch irgendwie durchzubringen. Ist jetzt ein bisschen teurer. Oder wird er nochmal Frag gehen? Hat eigentlich wenig Chancen. 5 HP. Und eigentlich ziemlich. Ja, weit weg. Lohnt sich auch eigentlich nicht für Nip, meiner Meinung nach, den noch zu hunten. Das machen sie, denke ich, auch dann richtig.
spielen das erste Safe runter, bringen 4 Waffen durch, sammeln ein bisschen Geld, das brauchen sie auf jeden Fall. Sie wollen hundertprozentig hier keine Eco und sie nicht eingehen. LDLC kauft sich jetzt leer. 5-mal Kevlar ohne Helm. Das ist auch mal eine interessante Sache, weil ja manche Teams da, egal wie es gerade aussieht oder egal wie es gerade steht, einfach mal Kevlar-Helm kaufen als CT. So, nimmt wieder einen ähnlichen Aufbau für Flan als einziger, so vor B mit ein kleines bisschen Stress. Aber der Rest geht wieder direkt Richtung A lang. So, einer gesehen. Go kommt sofort. Und den hat der Episode nicht vorausgesehen. Ich hab's aber einen Refrag von MBK, ist aber auch dann. Da gab's gar keinen Refrag von MBK, von Smith. Das war wirklich MBK, der lebt sogar noch. Der Plan holt da auch noch. Kishima hat auch den Frag. Aber die Runde war jetzt ein bisschen zu hoch für mich. Da muss ich mich leider bei meinen Zuschauern entschuldigen. Da war ich wohl ein bisschen zu sehr fixiert. Aber gut. Also, Runde für LDLC. Trotzdem, Nip kann auch mindestens 2-mal kaufen. Nächster Versuch. Smith, es ist auch schon spät am Abend. 6 Stunden Castlets hinter mir. Oh, bleiben wir mal hier bei Freeberg. Was die so am B-Spot macht. So, Nip, mal schauen. Sie haben die Bombe noch in der Mitte, kann sich eigentlich noch für den Spot frei entscheiden. LDC will jetzt wohl das machen, was sie in der Piste gemacht haben. Boah. Stark von Smith. Und wollten da B ausschließen. Jetzt haben sie aber einen Frag gesetzt, das heißt, da können sie auf jeden Fall ihre AWP wegschicken. Und das machen sie auch. Wer ist da jetzt? Wahrscheinlich, ist sogar Shoxi, nicht Herr B, den sie da abgestellt haben. Der pusht sogar einfach durch für Flan. Macht den Frag. Argo kommt. So, Exist legt die Bombe. Oh, schon kurz. Oh, Happy macht da den Frag im MBK, die ganze Zeit nicht gesehen worden. Jetzt von Forest geholt. Der ist jetzt aber auch halt am Gelb angesagt. Oh, wird für Flan dann durch die Wand gebankt. So, und Smith, jetzt haben sie sehr gut runtergespielt. Wissen anscheinend auch so ein bisschen, dass der letzte wohl Main steht. Für Flan pusht sich vor. 3 HP noch bei ihm. Bombe liegt offen für ihn. Smith. Weiß, wo für Flan ist. Der muss jetzt in Prefire rum. Macht den Frag, rennt zurück, hat das Death-Kit. Runde Nummer 12 ist damit safe für LDLC. Ja, ohne Probleme. Müsste das reichen. 3 Kills von Smith wieder. Er hat, wohl auch vorhin des Öfteren mal 3 Kills ja gehabt. 3-mal würde ich mindestens sagen, dass er 3 Kills hatte. In den 2 letzten Runden schon. Jetzt auch wieder 3 Kills. AWP gleich wieder unterwegs. Snip hat aber Bombe gelegt, kann damit nochmal ordentlich einkaufen. First Frag. Hat er auch den zweiten gesehen? Bleiben wir doch mal drauf bei ihm. Also irgendwie mag ich den Autodirector nicht mehr. Unsere Beziehung ist kompliziert. So, jetzt ist er aber mit dem Refrag. AWP down, Mitte eingenommen von Nip. Sie können theoretisch gut den B spielen, wenn Get Right zurückkommen würde. Da müssen sie jetzt aufpassen. Es wäre sehr, sehr bitter, wenn Get Right fällt. Sie können jetzt einfach die Bombe mitnehmen. Sie können ganz locker B splitten. Da stehen dann so ungefähr 2,5 Gegner. Aber Happy macht jetzt noch den Frag gegen Exist. Bringt die AWP mit. Er ist auch ein sehr guter AWP-Spieler. Das ist mir jetzt letztens wieder aufgefallen. Kyoshima ist ja, glaube ich, im Existenz. Und er kann nur hier sein. Der muss auf jeden Fall gleich gebankt werden. Aber er macht noch den Frag gegen Freeberg. Und solche Sachen, die werden auf jeden Fall, bin ich ziemlich sicher, früher nicht passiert. Get Right kann noch einen holen. Dann ist aber auch für ihn Schluss. 13-8. Und die Luft wird langsam eng für Nip. Eine Eco müssen sie eigentlich machen. Mal schauen, ob sie die spielen. Eigentlich müssen sie machen, nur Exist hat genug Geld zum Kaufen. Was der Rest da mit Pistolen rumhampeln, wäre jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei.
So. Dann schauen wir mal, was Nip sich hier überlegt hat. Sogar First Frag dagegen Happy, der davor gepusht war auch wohl. Aber jetzt ist der so verlockend, eine M4 und die eigene Teammate haut die M4 weg. Sehr gut. Läuft bei Nip jetzt Exist, der wird auf jeden Fall da fallen. Das war jetzt halt wirklich zu offensichtlich mit der Waffe picken. MBK einfach mal nachgepusht, holt er sich die M4, das tut er. Get Right ist jetzt schon sehr, sehr weit in der Mitte. Kiyoshima alleine, der muss eigentlich noch mindestens einen holen, den holt er auch. Weißt du gar, wo der letzte ist für Flan? Eine gute Flash abbekommen. Oh, ja, von einem Teammate sogar. Aber die kam hauptsächlich gegen für Flan. Jetzt ist wieder Get Right alleine gegen zwei, das hatten wir eben schon. Und wahrscheinlich wird das auch jetzt nicht sehr viel besser ausgehen, denn Bombe down auf dem B-Spot. Oh, Smith. Braucht er eigentlich Support von Kiyoshima, um da nochmal gut rauszukommen? Boah, gibt. Was? Gibt's sogar einen No-Scope-Hitter gegen Get Right? Der hat noch einen HP. 99 Damage. Und eigentlich Kiyoshima könnte sogar, wenn er ganz auf Nummer sicher gehen will, könnte er Get Right legen lassen. So, jetzt hat Get Right hundertprozentig gesteppt. Warum auch immer. 4 Kills von Kiyoshima. 14 zu 8. Keine weitere Income hier für Nip, aber es reicht auch so durch die Eco. Können also diese Runde kaufen und nächste Runde dann würden sie auch, ja, vollen Loser-Bonus und noch ein bisschen was übrig haben. Aber natürlich, sie liegen jetzt sehr, sehr weit hinten. Und da bleibt wenig Chancen für sie, hier irgendwie noch das Ruder rumzudrehen. Das muss auf jeden Fall in dieser Runde passieren. Mehr gibt's da nicht. Und jetzt ist schon die Main ausgeschlossen. Und Reaktion, wir sehen sofort Smith Richtung Mitte. Haben anscheinend auch gemerkt, dass Snip gerne über die Main aufbaut. Das, bekämpfen sie jetzt, aber Nip, genau in dieser Runde spielen sie keine Main. Gegangen, nicht eingenommen. Bombe steht vor B. Eigentlich müssen sie wieder halt ihren vorhin schon angesprochenen B-Split nochmal spielen, über Mitte. Denn sie haben eigentlich viel zu wenig Informationen gegen die Mitte. Da kommt auch wohl gerade, ja, Get Right wird gleich Mitte flashen. Und sie splitten nochmal. Aber da sind halt auch wieder sehr, sehr schnell drei Leute. Ich habe schon einen Headshot von Smith, glaube ich, gegen Forrest. Ah, da haben sie gut aufgepasst, haben Existence weggemollet. Diesmal ist aber keiner da. Das ist aber auch eine gute Aktion eigentlich, die wirklich, die Wunde eigentlich sehr, sehr gut immer reagiert halt eben. Oh, Mishima, der Bang, Kyo, Bang, Kyo, Bang, ja, holt sich ein. Fordert noch ein bisschen was, haut auch noch ihr 5 Laren hier low. Natürlich erwischt dann einfach 5 Laren, das ist halt just 50 things. Also, es trifft halt immer 5 Laren in der Hinsicht. 5 Leute, 4 Leute hüpfen durch. 5 Laren ist der 5. 60 Damage mindestens. Bombe liegt, aber HP-Vorteil und auch Positionsvorteil bei LDLC. Jetzt für Flaren down. Exist, rechnet er mit Close? Nein, er rechnet nicht mit Happy Close. Bombe wird defused. 7 Matchrunden für LDLC und wir sehen sie sicher in Kiew auf den SLTV Finals 2014. Die Ausgabe 11, wie das natürlich wäre, da es mehrere Ausgaben 2014 gibt. Dieses ist das erste Versuch von 7. Also, gucken wir mal. Get Right mit AWP. Exist ist wohl noch am überlegen. Kauft sich auch noch ein bisschen Equipment ein. Bei LDLC sehen wir 5x M4. Also Equipment Value sehr ausgeglichen. 25-1 gegen 26-2. Und mit Nip jetzt erstmal, ja, ohne Mitte-Controller, aber mit ein bisschen Main wieder. Kam keine optimale Flash für Happy. Get Right macht den First Frag. Da sollte Nip jetzt nicht überreagieren. Haben sofort den Gegen-Smoke, können da wenig machen. Kiyoshima jetzt hier im Schacht. Und damit muss jetzt natürlich für Plan überhaupt nicht rechnen. Sein Teammate wieder vor ihm läuft halt durch. Das war Forrest. Das könnte vielleicht sogar hilfreich sein, dass jetzt für Forrest eine kleine Get-Right-Pose hat. Aber wahrscheinlich wird MBK ihn voll auf den falschen Fuß erwischen. Das tut er auch.
Also das läuft einfach gerade auch einfach vom Pech her. Also hat einfach Nip einfach auch wieder viel Pech. Die vielleicht auch nochmal hier, keine Ahnung warum, aber verworfen. Die ist nirgendwo abgeprallt. 3 gegen 1, der Friedberg fällt. Exist. Gegen 3 schafft es nicht. 16 zu 8. Also, LDLC sehen wir in ein